Grüß Gott, die Zuschauer meines Kanals. So, eine neue Folge. Und zwar das Leben im Panzerkampfwagen 4 Ausführung H. Ein bisschen HE fahren. Diejenigen, die es nicht wissen, ist glaube ich die Tiger-Reihe. Warte mal. Jo. Tiger 1, Tiger 2. Bei Tiger 2 habe ich dann aufgehört. Aber ja, das geht dann auch zum Mäuschen und zur Maus. Ja, ein bisschen HE fahren für euch. Ihr seht, ich fahre mit Lüftung, Ansetzer und hier mit Waffenrichtantrieb. Gut. Was bemerkenswert ist bei dem Ding hier, das ist in Stufe 5. Guck mal, was der für ein Funkgerät schon drin hat. Ist witzig, oder? Stufe 9, egal. Okay, ich fahre fast ausschließlich mit HE. Das Problem an Heat ist, es bleibt oft hängen. Obwohl der Durchschlag ein bisschen besser ist, aber ich weiß auch nicht, das ist irgendwie scheiße. Das ist. Jo. Ja, starten wir ins Game. Das ist Stufe 5. Hm. Jo. Normalerweise fahre ich keine Stufe 5 mehr groß. Kaffee trinke ich auf jeden Fall. Moment. Aber, naja, komm. Gedacht, scheiß drauf. Wir fahren mal was ganz anderes. ...46.000 Spieler. Wir haben wieder den Normalzustand im BOT erreicht. Die Euphorie der Tage, der Weihnachtsfeiertage, der Ups und was weiß ich und Schlag mich tot sind vorbei. Ist vorbei und jetzt jo, pendeln wir uns langsam mittags wieder bei 40.000, 50.000 ein. Abends können wir froh sein, wenn es über 100.000 Spieler hat. Ja. Na? Wir waren fast schon eine Minute. Also ich fahre den eigentlich eher so als reinen Spaßpanzer. Wenn man das überhaupt haben kann mit einem deutschen Panzer, aber egal. So, das ist schon mal gut. Keine 7 noch. Dann packen wir mal die gute HE aus, würde ich sagen, ne? Yo! Guck mal, wie war das hier? Eine Art hier, okay. Alles klar, Schiff. Ah ja, okay. Ja, ich habe das Feld ein bisschen für mich entdeckt. Besonders, wenn es nur eine Arti hat. Obwohl, der Sniper-Gun ist es jetzt nicht. Aber jetzt schauen wir mal. Los geht's. Jo, guckst du nach vorne? Jo. Bei manchen hofft man einfach manchmal, dass sie keinen Führerschein haben im realen Leben. Gut. Und das war Tante Clara auf Ausflug. Nein, das war jetzt wieder diskriminierend, oder? Okay. Aber ich finde es ein bisschen laut, den Sound. Wo liegt das an der Karre jetzt? Hm, ich habe die Namen noch aktiviert. Gestern sind wir ein bisschen Team gefahren. Aber gut. Mhm. Schon mal gar nicht schlecht aus, was die Boys da machen. Jetzt bin ich gespannt, wie die Murmel fliegt. Ah, das ist scheiße hier. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Krieg ja gar nichts rein, was ist denn da los heute? Ja, da steht eine kleine Stuck und die wird mich jetzt rausnehmen. Hm. Habe ich keinen Bock drauf. Ja,
versuche mal ein bisschen in der Stadt zu helfen. Das ist mir zu blöd hier. Okay, das ist wieder eine super erste Runde. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich cross jetzt einfach mal hier, gehe das Risiko ein. Da lang. Okay, sie ist sehr präzise. Oh, ist das geil. Oh, was die präzise, meine Fresse. Fährt er mir noch einen Schuss? Ah, läuft super, oder Leute? Hau doch ab, du blöden Mann! Fahr mir nicht wieder einen Schuss. Warte, ich komm rechts. Komm mit. Halt dich fit. Oh Mann, ey. Was für eine Runde. Ist die genau. Was ist denn das für eine Kiste? Oh mein Gott! Jungs, wir müssen zurück. Helft mir doch! Komm mit, Stuck! Nope. Negativ, du brauchst hier nicht versuchen zu cappen. Junge, 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 tu mal hier mal abschmatzen, ey. Jetzt geht's los, du. Na? Oh, Hallöchen. Wir haben sie böse erwischt. Das ist HE-Fan. Oh! Unsere Agenda ist zerstört. Wir sitzen fest. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Was ist denn das für eine Kiste? Himmel hilf. Jetzt mein Munilager im Arsch. Eieiei. So, der kommt bestimmt hinten. Oder? Schauen wir mal. Diese Maussteuerung, die macht mich fertig. Na, jetzt schauen wir mal. Ich werde wohl sterben jetzt. Ah! Ich hab doch gezielt, Mann! Die Sau! Okay. Ganz lustige Runde, oder? Himmel! Das ist der Preis der HE. Sie ist nicht sehr genau.
Oh mein Gott. Alles klar. Ah, guck mal da. Treten Sie einem Team bei. Alles klar. Da will ich übrigens mit. Das ist so dieses Team-Dings da. Clash, keine Ahnung. Dann kannst du zu einem Kontributor beitreten. Das ist Death Games, SK42. Mailand und die zwei Poperzen kenne ich jetzt nicht. Ich wollte euch nicht zu nahe treten, aber ich kenne euch nicht. Und mein Lieblingsstreamer ist ja der SK42. Ich denke mal, da werde ich mitfahren. Da könnt ihr dann halt so, keine Ahnung, Entschuldigung, bin ans Mikro gekommen. Irgendwelches Zubehör euch erfahren, vielleicht auch in Stufe 5 oder 6 Panzer. Mein Gott, ich brauche Kaffee. Moment. Oh ja, das jetzt ist besser. Eben. So, am Schluss wird er abgerechnet und ja, das Team, wo halt am besten ist, von einem von den Typen da. Das sind alle Streamer und YouTuber und Twitcher und was weiß ich. Ja, da kriegst du halt dann extra Zubehör. Jawohl. Mein Gott. Deutsche Effizient, oh Gott, was ist denn das für ein Deutsch? Deutsche Effizient vom Feinsten, alles klar. Sag ich mal Google-Übersetzer, ne? Mailand kennt das Spiel nun auswendig, sie sollten sich besser nicht in seinen Weg stellen. Oh, okay, kann ich nachvollziehen. Epic Guys, ich kenne die gar nicht, Mann. Na gut, man kann nicht jeden kennen. Direkt aus Schweden. Ah, die sind aus Schweden, okay. Den kenne ich. Der ist klasse, Death Games. Der macht sehr schöne Replays. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, gebt den Namen ein auf YouTube. Den gucke ich auch ganz gern. Wir werden sein Gesicht nie sehen. Ja, der ist 70 Jahre alt, ist auch egal. Und das ist mein Favorit hier. Werden Sie Teil des Baboon Empires? Ich halte ihn für den absolut besten Spieler in dem Spiel. Und ja. Was ich an ihm jetzt gut finde, weil sie haben alle Humor. Ich meine, auf dem Niveau musst du auch ein bisschen Humor haben. Aber er sieht es ein bisschen noch ein bisschen lockerer wie die anderen. Und ja, der hat so einen gewissen Humor. Es muss halt, wisst ihr Leute, es muss einem auch ein Streamer liegen. Das hat nichts mehr unbedingt mit Qualität oder der spielt der besser und der spielt schlechter, sondern ja, die Art Mensch einfach. Und der liegt mir einfach. Weiß nicht. Ich finde ihn cool. Und sie, ja, genau. Das ist aber kein Russ, oder? Ist der nicht aus. Wo ist der? Keine Ahnung, aber das ist wohl doch. Naja, ich weiß es nicht. Was gibt's denn da? Ah, guck mal. Aha. Creator Style. Okay, das kannst du dann. Ah, cool. Kannst du dir das dann auf den Panzer klatschen? Der Herr Mailand. Okay. Und dann sieht jeder, dass du in dem Team bist. Clevere Art, nochmal extra Kohle zu machen, aber lassen wir das Thema. Dann wird gerade in 4 Teams. Ich denke mal, da wird auch noch ein Tutorial kommen vom Außerkopart. Drehen Sie im Team das. Okay. 7 gegen 7 Modus. Cool. Begegnungsgefecht. 14 Spieler. Oh Mann, das wird. Ich muss sagen, das gefällt mir. Dieses Event, Leute. Cool. Aber ich mache da nochmal was extra. Wir wollten ja eigentlich Panzer fahren. Kommen wir auch noch eine Runde HE. Ich glaube, ich mache da eine News zu. Ich gucke mir das nochmal genau an. Aber das ist geil. Also, ich muss sagen, mir gefällt's. Für den Clan vom SK42 bin ich eh viel zu schlecht. Aber mal so unter dem Namen zu fahren, so und mit dem, ich denke auch, dass dieses Team gewinnen wird, ist mein Tipp. Oder Mailand. Das ist, glaube ich, ganz nice. Und wie gesagt, das ist mein Lieblingsstreamer, YouTuber, wenn ihr den noch nicht kennt. Schaut ihn euch an auf YouTube. Ihr müsst halt ein bisschen Englisch können. Aber er kann es auch nicht. Kleiner Scherz. Wie gesagt, er sieht das Ganze mit einer Prise Humor.
Ich kenne so viel Angefressene. Ach, die jeden Tag auf die W8 schielen und das Spiel viel, viel zu ernst nehmen. Angefangen, ist egal, ich will jetzt keinen Namen nennen. Guck mal bestimmte Perser an, die dann denken, sie sind der Oberfeldkommandant und dann irgendwie cholerische Anfälle. Ich finde, es ist immer noch ein Spiel, Leute, und man sollte es mit einer gewissen Prise Humor sehen. Meine Fresse, ey. Also, naja, aber der Mensch scheint so gestrickt zu sein. Wettbewerb ist ja auch gut so, aber ich denke, wenn er einen Wettbewerb sucht, dann geht er in einen Leichtathletikverein oder einen Fußballverein. Das ist richtiger Wettbewerb. Das da ist nur ein Pixelspiel im Endeffekt. Das muss man sich jeden Abend sagen, wenn man die Kiste ausschaltet, auch wenn man mal einen Scheißabend hat. Gehen wir mal raus. Ne, doch, jetzt kommt er. Und man kriegt nur in die Fresse. Man muss trotzdem das mit einem gewissen Prise Humor sehen. Okay, wenn zum Beispiel der KV3 der gegnerische vom Krawall-Clan ist, einer der Top-Clans in Deutschland, dann muss man einfach Humor zeigen, Leute. Oh, Scheiße. Aha. Ja. Aha. Nix Unterstützung, das meine ich nie. So. Okay, dann muss man einfach ein bisschen Humor haben. Und versuchen, als Low-Tier auch noch irgendwo abzuschimmeln. Okay. Und ich kenne eine gute Posi. Falls Erik das Video sieht, erkennt die Posi. Das ist die Prise Humor, die braucht man. Gell, Erik? Es ist nur ein Game. So, jetzt machen wir erstmal die scheißen Arme raus. Wir waren ja kein. Ah, der 150er denkt genauso. Ach ja, eigenes Team, Spielername. Zack, zack, zack. Okay, die Jungs denken ähnlich. Ja, aber da ist schwierig zu stehen. Ah, Leute, Leute, Leute. Da würde ich jetzt nicht unbedingt hinstehen. Ah, die Murmel. Ja, die fahren jetzt alle die KV3 auch. Guck mal hier. Eins, zwei, drei. Die wollen alle diese Doppelrohrpanzer ergrinden. Darum haben wir momentan viel KV3 im Spiel. Entschuldigung, ich bin ein kleines Spielkind. Wir warten einfach. Bringt da nichts vorzupreschen, sich mit dem Krawall-Clan im KV3 da die Murmeln um die Ohren schlagen. Du gehst eh noch drauf als Low-Tier auch noch. Da muss man kein Held sein. Wir warten auf unsere Gelegenheit. Ist ein bisschen langweilig, aber so ist es halt. Ah, da ist was. Da steht doch einer. Ich weiß es. Na komm, krieg Panik. Nee. Du musst kein Held sein, T34. Lass sie kommen. Nee, jetzt halt sie aber offen, du Bauer. Nein!
Nein, 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 nein. Jetzt macht er uns blind. Was ist mit dem los? Fahr wieder. Auf der Stufe hast du es oft, die ganzen. Sichtmechaniken ist vielen Leuten nicht klar. Aimen. Oh Gott, ist die genau. So, Burschi, der saß. Mr. Krawall. Tschüss, Krawall. Oder war der vom Krawall-Clan? Ole, 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 ole. Oh. Siehst du, wenn ich jetzt vorgefahren wäre, hätte ihn versucht zu bekämpfen, hätte er mich rausgenommen mit seinem Skill. Aber so ist er vorgefahren. Obwohl, das ist halt auch nicht viel mit Skill zu tun, einfach so rumzufahren. Aber egal. Und ich habe ihn so rausnehmen können. Der bleibt bitte stehen. Muss man auf der Stufe immer alles sagen? So, jetzt bist du nämlich tot. Ich glaube, ich krieg Kopfschmerzen. Kommt die heute nochmal an? Okay, das war's. Okay, ich fahre übers offene Feld, ist mir gerade egal. Jupp. Ladeschütze ausgefallen. Nachladen dauert länger. Wie Sau. Huch. Ich mach euch auf, ich mach euch auf. Ja, bin ja schon on the way. Ach ja. Nee. Pff. Die Runde ist scheiße vom Damage her, aber was habe ich lieber wenig Damage und spiele ein bisschen mit, anstatt davor zu preschen gegen irgendeinen Top-Tier, der mich mit, wenn ich Pech habe, mit einem Schuss vielleicht rausnimmt. Dann gibt es ein paar Posis, wo man einfach abwarten kann als Low-Tier. Dann machst du wenigstens ein bisschen was. Das ist dann deine Aufgabe. So, einen kann ich mir fangen. Nein, der bringt sich um. Das sind immer die gleichen. Komm, du Sau, hier wird nicht geflüchtet. Wo ist er denn? Ich weiß wo. Ist meiner! Meiner! Nein! Nein, ist meiner! Lass ihn mir! Pui! Du Blödmann! Ja, mit einem HP! Oh Mann. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Shit hochladen soll.
Aber wenigstens hatte ich Spaß. Jetzt gucken wir uns den. Ich glaube, der war. Warte mal. Wo ist er denn? Also, ich nehme mal an, der ist von einem. Okay. Es ist ein Krawallclan, aber das scheint nicht so ein Dollar. Obwohl die Wertung von fast 7000 ist auch nicht schlecht. Aber eben, sowas wird auch oft überbewertet. Naja. Okay. Sollen wir noch einen? Pff, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Obwohl, es macht Spaß. Irgendwie macht Spaß, Leute. Komm, noch eine HE-Runde. Wochenende kommt bald, Leute. Ja. Ich bringe noch ein paar Nachrichten zu diesem ganzen Team-Event da. Ich denke mal heute im Laufe des Tages oder morgen. Erwartet keine vollständige Richtigkeit, wie ich dieses Event beschreibe. Ich sage euch einfach, wo so ein Noob einfach mal durchklickt, wo ich mitfahren werde, was ich mir davon erhoffe und ja, wie es mir geht. Der Kaffee schmeckt. Egal, lassen wir das. So. Das sucht aber lang. Ja, gut. Was ich auch schon oft festgestellt habe, wenn es dann so 40.000, 50.000 Spieler sind, dann kann es echt in der Regel öfters mal sein, dass du wirklich gegen Top-Spieler spielst. Ich habe schon gegen. Nee, das ist ja auch bei meinem Team mal. Ich habe schon gegen Mailand gespielt. Ganz knapp habe ich verloren, aber ganz knapp, Leute. Ich glaube, einmal auch sogar. Wie heißt das? Schicks. Schicks the Animal. Ist auch so ein russischer, glaube ich, Streamer. Aus von Fame. Ich weiß, für da hat irgendwas nicht hingehauen mit der Tarnung. Okay. So. So, wir haben zwei AT. Also werde ich den Teufel tun, aufs Feld zu fahren. Ich werde versuchen, ein bisschen in die Stadt zu fahren. Genauigkeit hat meine Kanone auch nicht. Also werde ich versuchen, ein bisschen abzustauben. Ich kenne da eine relativ gute Posi, wenn er mich vorbeilässt. Wir haben viel erlebt. Wer kennt das Lied? Schreibt es in die Kommentare. Und der KV1 S weiß es bestimmt auch, was ich meine. War das hier? Ah, ich kann mir diese Posis nie merken. Ja, verpiss dich einfach. Himmel, hilf. Jetzt hat er mir meine Posi weggeschnappt. Man kann nämlich dann hier meistens ein bisschen gut rüber snipern. Für die Leute, die da crossen. Aber jetzt steht er da noch natürlich rum. Wir halten ein bisschen vor, also aimen nicht direkt zur Ecke, sondern wir müssen das einkalkulieren, dass er erstmal aufgeht. Dann hoffen wir mal, dass wir ein Schüsschen treffen. Ich mache sie aber nicht auf, meine Reichweite. Obwohl. Chill mal dein Leben, Mann. Jetzt warte ich einfach mal ab. Okay, alle da drüben. Okay, ich bin maximal nicht nützlich. Kommt nichts. Oh, shit happens. Da hinten bricht alles zusammen. Komm, wir müssen uns mal ein bisschen nützlich machen, KV1. Komm. Gibt hier ein Heavy. Da ist gar nichts hier, ne?
Komm, irgendeiner wird dir da lang fahren, oder? Auf der Stufe 5 ist es gut möglich. Da ist er schon. Das muss wehtun. Kett ihn doch! Holy shit, nimm ihn endlich raus, komm. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Next. Was ne Murmel, Leute! So kann ich nicht arbeiten. Kommt da noch was? War da noch was? Ne, ich glaube, das war's. Okay, let's go. Kann man da runter? Jo. Wir nehmen die kleine Abkürzung. Oh, den krieg ich ja nie rein, den Vogel. Wichtig ist, sich jetzt nicht tot zu pushen. War da nicht noch ein kleiner? Ati. Hi. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ich bin offen. Manchmal muss man einfach Verantwortung übernehmen und sich in die Fresse polieren lassen. Oh ja. Ich liebe Klicker. Oh ja. Och Mensch. Okay, Jungs, wir haben es gewuppt gekriegt, oder? Jawohl. Stufe 5 ist immer lustig. Und sagen immer, halt, stopp, zurück, da lang. Ha? Wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Oh, da ist er doch. Habe ich dich böse erwischt. Ist das eine Scheiße. So. Das soll es dann gewesen sein. 2 Kills, das geht ja. Ich weiß nicht. Stammzuschauer wissen. Ich kill lieber. Ich mache nicht so gern, oh, natürlich auch, aber am liebsten kill ich. Aber egal, lass mal das mal. Ist mir lieber wie Damage. Okay. Genug Dumpfsinn gelabert, genug HE-Action. Tut mir leid, hätten auch bessere Runden sein können, ist mir aber Schnuppe. Und wie gesagt, ich bringe die Tage noch über dieses Team Clash noch was raus, denke ich. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Sommer heute, Donnerstag. Und bis die Tage und ein schönes Wochenende. Es kommt ja auch bald, gell? Bis dann. Ciao, ciao.